Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video geht es wieder mal ums Netzwerk beziehungsweise vielleicht eine kleine Ergänzung zu meinem letzten Video. Da habe ich euch ein paar Lösungsansätze, ein paar Lösungswege gezeigt, wenn wir Netzwerkprobleme haben in Windows. Allerdings gibt es noch den Fall hier, dass die Netzwerkadapter hier überhaupt nicht angezeigt werden. Ja, das kann manchmal auch von heute auf morgen sozusagen passieren. Meistens, oder ja, das äußert sich einfach so, dass wir hier ein gelben Dreieck mit einem Ausrufezeichen haben und keine Internetverbindung. Wenn wir jetzt hier auf die Adaptereinstellungen gehen, um die Einstellungen zu überprüfen, stellen wir fest, dass wir hier überhaupt keinen Netzwerkadapter angezeigt bekommen. Und ja, also wenn das alles nichts geholfen hat, beziehungsweise hier die Neuinstallation oder Installation über den Gerätemanager hier, das haben wir in meinem letzten Video gesehen. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich deinstalliere jetzt meinen Ethernet-Adapter hier mal schnell, damit wir ganz kurz sehen. Ja, der ist jetzt weg hier. Ich werde jetzt hier nicht alles deinstallieren, aber ja, so sieht das dann aus. Alles weiß, ohne die Netzwerkadapter hier. Und wenn wir jetzt hier auf Aktion nach geänderter Hardware suchen, der wird normalerweise jetzt wieder installiert. Genau, da ist er schon. Wenn das nicht geholfen hat, meistens hilft das nicht, wenn es hier nicht angezeigt wird, erst gar nicht, beziehungsweise kein Adapter. Da gibt es natürlich auch eine Lösung, ziemlich einfache auch, wenn man sie erstmal gefunden hat halt. Dazu müssen wir allerdings ein bisschen tiefer ins System greifen sozusagen, und zwar in den Registry. Ja, in den Windows Registry. Das machen wir mit, indem wir uns hier unser Lieblingseditor hier aufrufen. RegEdit, ja einfach RegEdit aufrufen und vielleicht als Administrator. Okay, und schon, genau, jetzt müssen wir hier an der richtigen Stelle navigieren, genau, und zwar haben wir jetzt hier Hotkey Local Machine, System, denke ich mal das, genau, System, Control, Current Control Set, Control hier, und hier irgendwo haben wir irgendwas mit Netzwerk, Network, genau. Ja, hier einfach markieren, und auf der rechten Seite jetzt hier haben wir ein paar Anträge, hier unter anderem dieses binäre Key hier, binäre Schlüssel hier, die nennt sich Config. Ja, das müssen wir einfach löschen. Genau, also passieren kann es hier gar nichts, ja, wenn wir das einfach löschen. Das ist einfach jetzt, hier speichert Windows die Konfiguration der Netzwerkadapter. Das ist wie ein Cache sozusagen, also der Cache der Netzwerkadapters Konfigurations. So, und wenn irgendein Problem hier vielleicht gibt es mit diesen Files hier, mit diesem Key, irgendwie beschädigt oder was auch immer, ja, dann haben wir den seltenen Fall hier halt, dass die Netzwerkadapters uns da nicht angezeigt werden. Deswegen müssen wir diesen Schlüssel einfach löschen, und wenn wir jetzt entweder Windows neu starten oder unser Netzwerk- und Freigabe-Center hier öffnen, dann wird Windows diesen Schlüssel automatisch neu erstellen. Wenn ihr euch vielleicht unsicher seid, ihr könnt euch auch hier einmal hier mit dem ein Backup sozusagen machen. Export auf dem Desktop. Das, falls da was schief gehen sollte, können wir das wieder herstellen. Ja, aber ich denke, das sollte nicht der Fall sein hier. Genau, wir markieren einfach den Key hier und löschen. Tada. Und wir können jetzt einmal schließen, oder wenn wir jetzt hier den Netzwerk- und Freigabe-Center hier öffnen, wir schauen mal, ob jetzt irgendwie
automatisch hier. Genau, und schon ist es wieder da. Ja, das wird nochmal neu erstellt hier. Und die Netzwerkadapter werden dann eben alle hier wieder angezeigt. Ja, das war's auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like oder ein Abo freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.